Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Und ja, da wählen wir uns mal die Karte wieder aus und starten schon mal. Ja, bei den Kommentaren sind noch nicht viele bei rumgekommen. Da hat sich lediglich einer geäußert. Der würde gerne den Same haben, 190, den 40s. Ja, mal gucken, was er kostet und ab wann wir uns den mal leisten können. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Das schon mal nur zur Einleitung. Und auf los geht's los, denke ich. Es wird gleich soweit sein. So. Können wir mal ein bisschen schneller arbeiten hier, ne? Ja, es läuft. So, und los geht's. So, wir waren stehen geblieben und hatten hinten verkauft. Wir springen aber wieder rein, weil ist jetzt zu langwierig, da reinzuspringen. Ach, zu laufen, meine ich. Ja, blöd, dass es immer, dass ich wieder etwas umstellen muss. Aber den Mod habe ich halt drin. Wenn wir andere mitspielen mit Lenkräder, dann ist es ein bisschen effektiver. So. Wir haben ein bisschen Geld geschöffelt. Wir fahren jetzt einfach mal die restlichen, was wir im Lager haben, weg. Da haben wir schon mal ein bisschen Geld. So. Trecker waschen müssen wir auch mal irgendwann. Aber hoch tun keine Gefahr holen dafür. Dann machen wir gleich. Dann machen wir hoch sind direkt. Dann tun wir das. Hoppala. Ja, bei mir sieht es ein bisschen ruckeliger aus vielleicht beim Fahren, weil ich halt mit Tastatur spiele. Weil ich halt keine gerade besitze und mir deswegen auch gerade keins holen möchte erstmal. So, da fahren wir links schon zum Hof. Ist ja relativ nah bei. Upsala. So, drin damit. So. Jo. Meine Farbe von Maschinen, die man sich halt auswählen kann, wenn man sich das auswählen kann, die würde ich ja, gerne weiß machen. Sieht schon nicht cool aus. Ja. Nur so zur Info, die holen wir uns dann alle in weiß. Dann haben wir einheitliche Farbe. So, jetzt müssen wir doch nochmal wieder hier drauf stellen. Befüllung starten bei R, ne? Ah, jawohl, R war das. So, Weizen wollen wir nicht. Gerste nicht. Raps wollten wir verkaufen. So, starten wir das Ganze mal. Oh, der trifft gar nicht. So. So. So kann man es machen, genau. Sind wir schon voll? Jawohl, genau. Steigen wir eben aus. Gehen mal eben da rein und holen uns mal den. Ach nicht, im Untermatz. Unter normalen ist das unter platzierbare Objekte. Den Kärcher, den leisten wir uns. Weil mit dreckigen Flachen geht das nicht. So, hier ist unser Hof, unser Trecker, wo wir gerade stehen. Ich denke mal, dass wir den. Da sind Silos, da kommt irgendwas hin. Den werden wir auf diesem Platz hier vorne irgendwo hinstellen, wo er halt geht. Da geht's nicht. Okay. Dann zoomen wir mal ein bisschen ran. Zuck. Wir können ja auch, glaube ich, drehen die Kamera, oder? Hier, wie geht das? Ne, das Ding. Können wir nur drehen, okay. Aber hier, direkt in der Ecke, das wäre doch irgendwo ein Vorteil. Ne? Ah, so. Da steht er jetzt, genau. Kauft schon mal. Wieder Geldverlust. So. Aber wir kriegen es ja jetzt wieder hin. So, fahren wir hier hinten raus. Und machen erstmal ein bisschen Kohle. Wo wir hinten sind, gucken wir sofort dem nach, was der Fortis kostet. Das wollten wir ja tun. Ja, hier kommt keiner, sind Feldwege alles hier. Kommt kein Auto vorbei. Wir fahren alle auf der Hauptstraße. So. Einmal ums Eck. Mal wieder. Aber diesmal müssen wir mal auf die Autos achten. So, jetzt können wir.
Ja. Alles klar und los geht's. Gut, der Kevin hat uns letztes Mal gut geholfen. Diesmal hat er halt keine Zeit zum Mitaufnehmen, beziehungsweise mit dabei zu sein. Ja, aber egal, wir rocken das auch alleine. Nö, das schaffen wir schon. Wir sind auch lang angefangen mit und dann kriegen wir auch so mal einen Tag wieder rum. Kriegen wir hin. So, Speck nochmal hier. Und schon verkaufen wir das. Ja, wie gesagt, ich habe vor, die ganzen Felder irgendwann mal frei zu kaufen und zu bearbeiten. Und das wird dann noch mein Ziel des Let's Plays sein, wenn ich dann alles habe und größte Maschinen habe, alles freigeschaltet wie Forstwirtschaft. Ja, dann wird es Ende sein, denke ich. Aber das bis dahin hoffe ich, dass noch ein paar Folgen dauert. Halt, bremsen, abkippen, Geld verdienen. Juhu, es läuft. So, 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 so. So, jetzt haben wir 20.000 plus gemacht. Wie man im Mod gesehen hat, das leuchtet ja mal oben rechts grün auf. Gut, wir fahren hier über die Waage. Wir wollten eigentlich andersrum fahren, aber haben wir diesmal wieder verpeilt. Wie auch immer. So. Achso, wir behalten mal an. Nein, machen wir erstmal aus, der ist mir zu laut. So, jetzt gucken wir mal nach, was der Safortis denn überhaupt kostet. So, Traktoren. So, wo ist denn der Fortis? Müssen wir gucken, den Same. Na, ich hätte auch beim Dings gucken können, ne? Über Triggermarken. Aber so ist es jetzt auch gut. So, dann könnt ihr nochmal sehen im Schnelllauf, Durchlauf, was für Schlepper es gibt. Und welche man sich halt holen sollte. Ihr könnt auch jeden Mal im Kommentar schreiben, welchen ihr haben wollt. Wenn wir das Geld übrig haben, warum nicht? Da ist er, der Sama Fortis. Der kostet 76.000. Da müssen wir noch ein bisschen fahren für. Ja, aber den könnte man nehmen. Der hat ja auch... Ah, steht gar nicht, wie viel PS der hat. Aber ich denke mal, der wird 190 haben, weil sonst wird er nicht Sama Fortis 190 heißen. Könnte ein Indiz dafür sein. Zurück. Mieten tun wir nichts, weil das finde ich doof. Vielleicht mal irgendwann mal, wenn man alles hat und nichts zu tun mehr hat, mal einen Häcksler mieten. Das kann man mal machen, weil der ist doch recht teuer. Aber erstmal verkaufen wir, dass wir erstmal noch einen Schlepper kriegen. Dann läuft das schon von alleine irgendwann. So, hier kommt keiner. Da fahren wir rum. So, 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 so. Genau so ist das. Ja, wie gesagt, alleine spielen ist halt langweilig, weil man keinen Gesprächspartner hat. Naja. Ja, ich glaube. Aber trotzdem. Fahren, dass es durchhält. Genau. Musik wollte ich nochmal nachgucken, meine Playlist und so gucken. Das werden wir in den nächsten paar Parts irgendwann mal gemacht haben, denke ich. Hoffe ich. Dass wir dann auch ein bisschen Musik hier hinkriegen, weil wenn ich hier am Fahren bin, dann kann man auch ein bisschen Musik hinterlegen. Da hat man so eine Art Radio. So leise im Hintergrund mitsäuseln lassen. Das kennt sich ganz gut. So, hier rum. Dann wollen wir mal schon mal waschen und dann fahren wir nächsten weg. Weil so kann man ja kaum aus der Fensterscheibe mal gucken. So, hier rechts ab. Zum Waschplatz. Hier ist unser Waschplatz. Habe ich jetzt so beschlossen. So, abgestellt. So. Waschen, 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 waschen. Hochdruckreiniger ziemlich laut, gehen wir auf der anderen Seite. Lalalala. Ach, wie schön der schnell sauber wird. So, hier noch ein bisschen. So. Vielleicht gibt es auch ein bisschen mehr, wenn er sauber ist. Ich glaube, wäre weniger, aber gut. So, Trecker ist sauber. Gewicht müsste man auch, glaube ich, hinkriegen. Originalgewicht, das müsste ja funktionieren. Oh, da kommt was. Das geht schon. Ja, es wird. Ja, letzten Ecken noch sitzen hier. So. Ja, so, jetzt reicht es auch schon. Dann dieser schöne Anhänger.
Hab ich den abgehängt oder was? Nö, ist doch noch dran, aber warum ist denn da der Unterlichtkeil? Hä? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich ihn doch abgehängt. Der ist noch gar nicht so dreckig, der Anhänger. Der Trecker, der ist viel dreckiger geworden. So, dann haben wir schon sauber. Aber ist komisch, wir können um den Trecker drum rumlaufen und das Kabel ist immer noch, noch lang genug. Ist okay. So. So, Alter, doch abgehängt. So weit aber auch. Na gut, jetzt verkaufen wir erstmal was. So, man kann auch wieder vernünftig sehen. So, hier ist zwar jetzt enge, wenn man rumfahren will mit Anhänger. Aber das läuft schon. Das klappt. Windkraftanlagen kann man hier kaufen, habe ich gesehen. So, drücken wir wieder F1. Mal gucken, über C. Ach, das ist noch gar nicht da. Genau, deswegen konnten wir das nicht machen. Raps, wir haben noch einen Dreiviertelwagen oder so. Ah, ein bisschen mehr als die Hälfte. Okay, wir fahren das erstmal weg. Oh, wir gucken nach hinten. So. Na, damit werden wir aber jetzt den Fortis noch nicht kriegen. Ein bisschen später erst. Da müssen wir noch die anderen Früchte auch noch ein bisschen wegfahren. Ist jetzt ein bisschen langweilig vielleicht das Fahren, aber vielleicht interessanter, als wenn man die ganze Zeit auf der Sämaschine sitzt, hoch und runter fährt, weil man halt Strecke fährt. Das denke ich schon, dass das so besser ist. Halt! Oh, meine Maus hat gehakt. Ich konnte gar nicht nach links gucken, aber egal, wir fahren einfach mal, egal ob da einer kommt oder nicht. Spielt doch auch keine Rolle. So. Jo. Das geht schon. Wieso ist die Zeit eigentlich schon wieder hier oben schnell gestellt worden? Brauchen wir doch gar nicht. Wir können ja auf 1 spielen, denn wir haben genug Zeit hier noch, das alles abzuernten. Ist ja egal, wie viele Tage dabei rumgehen. Wir haben ja nichts, was reif werden muss. Und wenn er zu schnell steht, dann wird nachher das, was wir angesät haben, sofort wieder reif. Das bringt es ja auch dann auch nicht. So, wir ernten erstmal alles ab, denke ich mir mal. Ja, genau. Dass wir sehen zu, dass wir das, was wir abgeerntet haben. Wie gesagt, nein, falsch, Entschuldigung. Das, was wir jetzt noch haben, erst abernten und dann halt weitersehen. Mit neu ansehen wieder. So, wie viel wiegt jetzt unser ganzes Schose hier? 11.653, das läuft. Geht das eigentlich, wenn ich aussteige, auch weniger? Nö, ich wiege also nichts. Naja, genau, halt ein Fliegengewicht ist so leicht, dass sich nicht die Waage registriert. Ja, beim 13er war das anders, da konnte man runtersteigen und hat 80 Kilo ungefähr gewogen. So, dann wollen wir das auch mal eben schnell hier verkaufen. 76 oder sowas brauchten wir, ne? Ah, ne, müssen wir noch einmal irgendwo mit anders mit hinfahren. Und dann haben wir es zusammen. So. Mal wieder das Schild mit auf Wiedersehen. Ja, wir machen aber noch nicht auf Wiedersehen. Wir machen jetzt die Folge ein bisschen länger vielleicht. Ich weiß noch nicht, weil ich denke, wir fahren das alles eben zum Verkaufen hin. Ist mir auch gerade egal, wir fahren immer jetzt halt hier hin. Zum Verkaufen wegen Nähe und zweitens, so viel Unterschied gibt es glaube ich nicht, aber wir gucken gleich mal nach. Wenn es doch deutliche Unterschiede gibt mit den Preisen, dann verkaufen wir das auch woanders. So. Ah, da können wir noch vorher ziehen, das schaffen wir, wir sind ja flink hier. So, gucken wir im Spiel, ah, gerade geschafft noch, alles klar. So ums Eck hier wieder hin und her. So, diesmal fahren wir wieder so rum. Nicht immer den gleichen Weg fahren. Wir haben auch mehrere Einfahrten, dann können wir die auch nutzen. So, ein bisschen ausholen. Auch wenn wir einen kleinen Anhänger haben. So, zack. Ich denke, das klappt so. Jawohl, Raps haben wir nicht mehr. Alles klar. Dann fahren wir
Nee, können wir mal als Blatt lassen, erstmal sein. Ich denke, wir machen. Nehmen wir Weizen als erstes. Und solange der das macht, gucken wir über Info. Von wegen, wo gerade der Weizen ist. Bei Agrarvis gibt es 1100. Ja, der Raps ist, geht runter, da ist gut, dass wir den verkauft haben. Unten ist. Aber Weizen 1127. 72. Getreide Werner ist das gleiche, der ist am nächsten dran. Getreide Werner. 1200 Güterbahnhof. Ja, der ist ein bisschen weiter weg. Aber lohnt sich das? Ich glaube, von der Zeit her. Ne, Reifeisen, wo wir gerade waren. Genau, Reifeisen. 92 ist mit der beste, da bleiben wir. Alles klar. Ach, der hat pausiert, solange ich da drin war. Ach, der hätte doch mal inzwischen mal vollladen können, boah. Woll. Hätte es ja mal tun können. So. Ja. Schnell weggefahren hier. Hoppala. Gut hier gefahren. Abfahren wir jetzt mal geradeaus. Ja, hier links waren wir ja am Säen, oder unser Helfer hat gesät und wir haben das zu Ende gemacht. Und der Kevin hat ja letzten Part hier rechts gedroschen weiter. Dann können wir auch mal sofort gucken, wie weiter ist und was er so geschafft hat. Oder ob er sich auf faule Haut gelegt hat. Nee, er hat doch was gemacht. Wir sehen es. Sind nur noch na, drei Bahnen, würde ich jetzt sagen. Dann ist das auch fertig. Obwohl, wir könnten ja auch, wir haben ja gesagt, wir wollten mit Helfer können wir einnehmen. Den mal eben laufen lassen. Dann haben wir das auch schon wieder abgeerntet hier. Genau. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass wir noch einen Helfer nutzen können. Einsteigen, anschalten. So. So. Und so. Und jetzt den Helfer reinhauen. Jo. Das packt er. Hier hatten der Autocombine sich eingestellt. Alternativ. Im Kreis rechts rum. Ja, ist ganz gut so eingestellt. Uch, nehme ich nicht, falte Taste. Voll. Ist jetzt aber blöd gleich. Weil wir halt was anderes drin haben. Wir sind voll Weizen. Ja, da holen wir gleich jetzt ein bisschen Raps, was er hat. Das ist auch einen halben Anhänger, glaube ich. Das holen wir gleich ab noch und dann machen wir Feierabend heute. So, wie gesagt, könnt ihr ja zufällig auch sehen. Heute ist der erste, wo ich aufnehme, der 1. August. Und ich lade das auch heute sofort hoch. Das ist just in time, richtig kurzfristig. Na, ja, ich habe zwischendurch keine Zeit dazu gehabt. Weil man hat immer noch ein Privatleben. Das geht immer noch vor. Ich mache das ja auch bei YouTube, weil ich Spaß daran habe. Und nicht, weil ich unbedingt Geld verdienen will. Das ist ein Zusatzbonus, sage ich jetzt mal so. Und ja, deswegen. Ist das halt so, dass ich dann halt immer arbeiten, beziehungsweise wenn ich halt Urlaub jetzt auch habe und dann auch noch andere Sachen zu tun habe. Deswegen hat man ja Urlaub. Ne? So, den Fortis kriegen wir immer noch nicht, weil wir kriegen nur 9000 dafür. Ist jetzt nicht die Welt. Aber dafür haben wir noch ein bisschen Raps, den wir jetzt noch holen. Ich glaube, mit ein bisschen Raps verdienen wir mehr als mit einer Kutsche Weizen. Könnte gut möglich sein, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Den holen wir uns und dann machen wir hier einen Reifeisenwechsel. So. Wir heizen mit unserem Deutz hier durch die Gegend, als wenn es kein Ende geben würde. Aber er fährt ja auch 40, ne? Also 42 oder mal. Wahnsinn! Rinn, rinn, rinn! So, er läuft, er läuft, er läuft. Schnell zum Drescher, der steht bestimmt schon. Ui, Leuchtpol umgefahren, das kostet sehr Geld. So, da hinten steht er rum. Ja, jetzt voll da hinten ist nicht bis zum Ende gekommen. Fehlt ein Meter. Ja. 2 Minuten,
2 Meter viel nehmen. Jo, voll tanken. Beziehungsweise abtanken. Verkaufen. Ja. Guck mal, rundum leuchtet aus. Heißt schon mal, es sind 80%. Und wir sind gleich voll. Halb voll. So. Dumm. Ja, da ist er fertig. Und das heißt, wir können abdüsen. Wie gesagt, fast halb voll geworden. Ich glaube, fehlt ein Korn oder so. Ich weiß es nicht. So, jetzt egal. Können wir später mal testen. Ja, der Anhänger, der springt aber im Spiel, du. Ja, das geht schon. Hin und her. So. Schilder stehen noch, bin ich eben gut gefahren. Ja, mal rumgezogen. Hier haben wir links einen Köhler umgefahren. Macht gar nichts. Die Stadt baut da schon wieder immer hin. Das funktioniert schon. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch gerne noch bei meinem nächsten Projekt, was bald kommt, gerne zuschauen. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Es wird Let's Play Minecraft Infinity ja kommen. Sind wir gerade noch dabei, das vorzubereiten und halt auch die ersten 1-2 Parts zu produzieren. Und ja, dann läuft es auf jeden Fall. Es wird höchstwahrscheinlich, wir müssen schauen, ein anderer noch mitspielen oder zu dritt. Ich weiß es nicht. Ja, mal gucken, wie es dann läuft. Ey, guck mal, wir machen noch Raps abkippen und der macht da Weizen hin in der Textur. So, und der Blödsinn. Egal. Wir haben 70.000, das heißt, wir müssen sowieso noch was verkaufen. Das heißt wiederum, dass wir das erst im nächsten Part machen. So, stellen wir hier ab den Träger. Steigen aus, gucken unseren Träger nochmal an. Machen noch schnell ein Foto davon. So, und dann sage ich, stehe ich schon im Busch hier. Sage ich bis dahin und tschüss.